November 89. In Berlin fällt die Mauer. Deutschland wird wieder eins. Und auch für eine Gruppe dunkler Gestalten öffnet sich eine neue Welt. Es kam unglaublich viel an schwarzer und dunkler Musik interessierter Menschen aus dem Osten. Und plötzlich hat sich in Deutschland so ein ganz neues Goth-Universum aufgetan. Es war auch nicht nur eine Jugendbewegung, sondern da waren Leute jeden Alters. Wir hatten 14-, 15-jährige Kiddies. Wir hatten aber auch 50-Jährige, 60-Jährige, die plötzlich aufs Konzerten waren und komplett von oben bis unten gruftig. Ohne diese schwarze Szene im Osten hätte es Gothic in der heutigen Form und eine Szene in der Größe nicht gegeben. Und nicht umsonst ist auch das Wave-Gothic-Treffen nun mal in Leipzig. Jedes Jahr zu Pfingsten folgen 20.000 Menschen dem Ruf der Finsternis. Das WGT ist das Familienfest der schwarzen Szene. Anfang der 90er Jahre versammelte diese Szene nicht viel mehr als ein paar Individualisten. Heute ist sie eine Weltbewegung. Wie konnte aus einer kleinen Subkultur ein globales Phänomen werden? Wann eroberte Goth die Welt? Manchmal beginnen Geschichten, wo man sie am wenigsten erwartet. Diese beginnt in der fränkischen Provinz, in Bayreuth. Musikalisch ist seit Wagner nicht viel passiert. Wer hier gehört werden will, lernt früh, auf sich aufmerksam zu machen. Vor 30 Jahren, zufällig im Jahr des Mauerfalls, gründen Stefan Ackermann und Bruno Kram hier ihre Band. Sie nennen sie ganz unbescheiden Das Ich. Schwarz verbreitet sich in meinem Kopf, ganz aufgequollen, mein Augenlicht zersetzt, das Herz verbrennt. Sie verbinden düstere elektronische Musik mit nihilistischer Lyrik. Gottes Tod nennen sie ihren ersten Hit. In Anlehnung an Friedrich Nietzsche. Ihr Sound trifft in den 90er Jahren das Lebensgefühl vieler Jugendlicher auf der Suche nach sich selbst. Diese Gothic-Szene war natürlich schon auch was ganz, ganz Wichtiges für die Generation der 90er-Jugendlichen, die jetzt nicht nur puren Hedonismus haben wollten und dann noch die deutsche Sprache dazu, die Literatur, die Vertonung von Trakl- und Benn-Gedichten. Es konnte ja dann sogar im Deutschunterricht zur Facharbeit vortragen und zeigen, das ist meine Welt, deswegen laufe ich so rum, deswegen drücke ich mich so aus. Und du hattest dann die Möglichkeit, dich eben auch so dann der Gesellschaft zu vermitteln. Ganz in Schwarz mit auftopiertem Haar inszenieren sie sich im Geist der New Wave und Gothic-Helden der frühen 80er Jahre. Ihre Musik, ihr Auftreten, schwermütig. Expressiv. Diese Szene verbindet eines, das ist dieses Styling, dieses schwarze Auftreten und auch gerade diese Affinität zum Tod erschreckt natürlich den Normalbürger. Es ist eine eigene, sehr ich-bezogene, eine wirkliche Ego-Schau, was wir mit uns selber machen. Anders als ihre Vorbilder aus England singen sie auf Deutsch und nennen ihre Musik neue deutsche Todeskunst. Alle werden wir auch sterben, dass es nur bei anderen war. Alles, was da mit dem Untergang zu tun hat, wird ausgegrenzt. Deswegen war uns das in dieser Musikrichtung auch so wichtig, eben genau dafür eine Sprache zu finden. Und wir wollten damals ja auch eine neue Form von Musikalität entwickeln, die sich eben so wie alles in dieser frühen Gothic-Szene mit dem Sterben, mit dem Tod beschäftigt. Nicht so wie der fröhliche Techno, der letztendlich das Gegenmodell war zu dem, was wir gemacht haben. Techno. Seit den 80er Jahren weltweit auf dem Vormarsch. Erreicht in den 90er Jahren den Mainstream. Wochenendlange Raves begeistern schnell ein großes Publikum an jungen
feierwütigen Menschen. Und was in Berlin als kleiner Umzug beginnt, ufert Mitte der 90er Jahre zu einer gigantischen Massenparty aus. Die Love Parade. Lebensgefühl, Friede, Freude, Eierkuchen. Nach den politischen Bedrohungen der 80er Jahre, hier Aufrüstung, Raketen hier, Raketen da, Umweltzerstörung, Atomkraft oder so, gab es in den 90ern erstmal vordergründig nicht mehr so viel, weswegen man jetzt sich Sorgen machen musste. Und da hatten halt viele Leute drauf, so dieses Scheiß-drauf-Gefühl entwickelt. Für den nach Tiefe suchenden Grufti ist das nichts. Doch auch die schwarze Szene findet in der neuen elektronischen Musik ein Zuhause. Ebenfalls in den 80ern entwickelt sich EBM, die Electronic Body Music. Der Sound von Bands wie Front 242 ist zwar elektronisch, aber alles andere als unbeschwert. Es war ein komplett anderer Geist. Und von daher gab es schon eine große Deckungsgleichheit mit dem etwas in Anführungsstrichen negativ ausgerichteten Gesamtweltbild, das die Gothics eigentlich hatten. Und von daher war das immer etwas krachiger, waren immer mehr Mollfrequenzen drin als in der normalen Technomusik. Anfang der 90er Jahre erreicht die Gegenkultur endgültig den Dancefloor. Man tanzt zu den Beats auch deutscher Helden. Deine Lakaien und Project Pitchfork schlagen düstere Töne an. Und Formationen wie And One eifern nicht nur optisch Ikonen wie Depeche Mode nach. Dass gerade in dieser Zeit viele neue Bands auf den Plan treten, hat einen einfachen Grund. Früher waren ja Sampler unbezahlbar, die haben so viel gekostet wie ein kleines Haus. Und mittlerweile waren diese Dinge gut zu handeln. Es war einfach, sie zu bedienen, sie waren billiger. Und es war damit auch irgendwie einfacher und schneller möglich, Musik zu produzieren. Und man braucht auch nicht unbedingt eine Band. Es reicht irgendwie, da kam auch diese Duo-Konstellation auf. Sänger, Keyboarder, fertig. Ecki Stieg kannte sie alle. In der Szene ist er bis heute eine Legende. Es gab eine Zeit, da richteten sich selbst Plattenläden nach seinen Entdeckungen. Der Musikjournalist aus Hannover ist die Stimme einer Generation, die Musik noch über das Radio entdeckt hat. Für seine Zuhörer trifft er Robert Smith von The Cure, Peter Murphy von Bauhaus und hunderte andere Musiker. Ich weiß doch genau, dass so die ersten Alben von Bauhaus und The Cure waren für mich also wirklich Offenbarungen. Zugleich hat mich immer gereizt, neue Klänge zu hören. Also Klänge, die nicht unbedingt dem typischen angloamerikanischen Rock'n'Roll entsprachen, die elektronische Elemente drin hatten. Am Mikrofon Ecki Stieg hier in den FFN-Grenzwellen. Einmal in der Woche, 3 Stunden lang. Eckis Radiosendung Grenzwellen wird bereits Ende der 80er Jahre tonangebend für die schwarze Szene in Westdeutschland. Genau wie für junge Bands. Die neueste Musik, die es so gab und auch immer so das Beste, was es in der Alternative-Musik in Deutschland oder in Europa gab,
und wurde da rauf und runter gespielt. Und das war unglaublich wichtig. Wie hätte man sich denn anders darüber informieren sollen? Also da brauchte man ganz dringend sowas wie Grenzwellen, wo dann jemand saß wie Ecki Stieg, der einem dann eben gezeigt hat, ey komm, das gibt's jetzt Neues und hier ist jetzt das passiert und nächste Woche machen wir mal ein Elektro-Special und dann zeigen wir euch mal, was es alles dann in der Elektromusik neu gab und ähnliches. Also das war schon sehr wichtig. Während Eckis Grenzwellen die Szene im Westen regelmäßig mit neuem Stoff versorgen, läuft in der DDR höchstens mal ein Song von The Cure im Radio. Offiziell hält man sich an die Hitparade. Doch auch im Osten gibt es Ende der 80er Jahre bereits eine schwarze Szene und die sehnt sich nach neuer Musik. Radiowellen kennen keine Grenzen. Zumindest keine politischen. Und so gewinnt Ecki auch im Osten treue, wenn auch heimliche Hörer. Es gab sogar eine ganz alte Frau aus Magdeburg, die war damals schon an die 80 Jahre. Die hat mir immer Briefe geschrieben, dass sie die Sendung hören. Komischerweise sind die auch immer angekommen. Es war auch so, dass Leute in Magdeburg zum Beispiel die Sendung aufgenommen haben und dann wurde die auf zahlreiche Kassetten kopiert und sind dann bis Cottbus gelangt, wo dann wie die Kopie einer Kassette gelandet ist. Ich habe mal irgendwie einen Hörer getroffen, wirklich aus Cottbus, der sagte, ich habe deine Sendung immer gehört, aber total verrauscht. Im November 89 ist Schluss mit schlechten Kopien. Die Mauer fällt und für Millionen Menschen öffnet sich der Weg in die Freiheit. Was die Massen bewegt, ist bekannt. Und die Ostgruftis? Wurden sie in der DDR für ihren offen zur Schau gestellten Weltschmerz noch politisch unterdrückt? Können sie nun endlich dabei sein, wenn ihre Helden spielen? Die Leute, die das in der DDR schon heimlich gemacht haben, die konnten das jetzt mal so richtig ausleben. Die hatten plötzlich Zugang zu der Musik, die sie sich vorher nur mühsam beschaffen konnten. Die hatten Zugang zu den Klamotten und die hatten vor allen Dingen Zugang und die Möglichkeit, sich einer subkulturellen Szene anzuschließen, was ja in der DDR in dem Maße auch überhaupt nicht möglich war. Und plötzlich hat sich so in Deutschland so ein ganz neues Goth-Universum aufgetan. Überall, von Rostock bis nach Erfurt, treten sie aus den Schatten. Endlich anders sein und das auch zeigen dürfen. Bei so viel Individualität dauert es nicht lang und die Reporter klopfen an die Türen, plötzlich seltsam umgestalteter Jugendzimmer. Ich bin Miri, bin 16 Jahre alt und bin seit 3 Jahren schwarz. Ich lerne den Beruf Konditor und na, der macht mir keinen Spaß. Ich bin in die Szene reingekommen, im Grunde genommen durch meine Mutter, dadurch, dass sie eine Abneigung gegen diese Leute hatte. Ich habe eine Cure-Kassette bekommen, eine Cure-Kassette. Und die Lieder, die haben mir so gut gefallen. Und dann habe ich mich auch angefangen reinzusteigern. Ich habe über Dinge nachgedacht, über die ich sonst nicht nachgedacht habe. Marcel, erzähl doch ganz einfach mal, was ist so die Toleranz der Leute, die dich so sehen? Du siehst ja nur doch ungewöhnlich im Stadtbild aus. Das ist ziemlich unterschiedlich. Einige tolerieren das, andere belächeln das. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich täglich angegriffen wurde. Möchtest du auffallen? Ja. So ganz ungefährlich ist das Dasein als Grufti auch nach der Wende immer noch nicht. Für Westbands wie Das Ich ist die Ex-DDR dagegen vor allem eines: Abenteuer. Wir sind dann selber auch ganz viel in den Osten gefahren, hatten da auch viele Konzerte. Zur Zeit des Wilden Ostens noch, wo die Straßen noch nicht so geil waren und wo Skinhead-Überfälle auf Clubs waren. Ich kann mich noch an Jena Casablanca erinnern, wie dann alles verbarrikadiert wurde und von außen die Skinhead-Steine geflogen sind. Das war eine spannende Zeit, aber der Osten, ohne den hätte es die schwarze Szene im Westen von heute, also die gesamtdeutsche große schwarze Szene, nie gegeben. Auch eine junge Band aus Hamburg profitiert damals von der Wiedervereinigung. How long have you been free in this world of ice and great? Is it black or is it white?
Während Wolfsheim mit ihrem düsteren Wave-Pop im Westen die Nische bedienen, werden sie im Osten überraschend zum Hit. Wir haben dann erst gemerkt, dass da doch was passiert, als wir dann auf Tour gegangen sind und dann nach der Wiedervereinigung dann gemerkt haben, oh, da gerade im Osten geht da mal richtig was los, was ja auch zu dem lustigen Effekt führte, dass wir im Westen teilweise vor 50 Leuten gespielt haben oder weniger. Während wir dann in Städten wie Dresden und Leipzig und sowas dann plötzlich vor 1500 Leuten in ausverkauften Häusern gespielt haben. Peter Heppner sieht Wolfsheim damals eigentlich gar nicht als Szeneband. Doch die Musik trifft das melancholische Lebensgefühl einer immer größer werdenden Subkultur. Dann fing ja auch an, so in den 90er Jahren diese entsprechenden Festivals auch wirklich zu explodieren. Also das kann man auch gar nicht anders sagen. Das wurde nicht mehr, sondern es explodierte quasi von einem Tag auf den anderen. Was vor eigentlich eher so ein bisschen so, naja, so kleine Randgruppenveranstaltungen waren, waren dann plötzlich richtig riesige Festivals. Nach der Gründung 1992 wird das Wave-Gothic-Treffen in Leipzig vom heimeligen Stell-Dich-Ein weniger Eingeweihter zum Spektakel. Und auch auf dem Zillow-Festival in Baden-Württemberg kann die nun vereinigte schwarze Szene endlich gemeinsam anders sein. Und doch, nicht jedem ist wohl bei dieser Zusammenkunft finsterer Gestalten. Unermüdlich sträubt sich meine Seele, weil auch ich gemordet habe. Diese Gemeinde pflegt einen Kult um Tod und Verderben, um den Satan und alle bösen Geister. Diese Szene hat in einer ihrer Facetten deutlich nekrophile Bezüge, das muss man ganz klar sagen. Es ist nicht nur eine harmlose musikalische Veranstaltung, sondern hier werden Werte umgestoßen und andere Werte vermittelt. Die haben das ernst gemeint, diese Pfarrer, die da interviewt worden sind. Das ist schon Horror, wenn du dann so ernsthaft vor dem Bericht stehst und mitbekommst, du bist eigentlich immer was ganz Böses. Ein Stückchen weit kannst du damit natürlich dann auch merkst, okay, dann spiegel ich das. Wenn jetzt du willst, mache ich das. Dann bin ich das für dich, das ist gut. Und, macht dir auch Spaß. Und ehrlich gesagt, diese prüde, spießige Gesellschaft von damals, die vor allem so im Provinziellen da war, die hat es auch dringend gebraucht. Diese dämonischen Mächte, die dürfen uns Christen auch nicht erschrecken, denn da wissen wir um einen, der sie besiegt hat, Jesus Christus. Die Angst vor dem Leibhaftigen ist nicht ganz unbegründet. Zwei Jahre vorher brennen in Norwegen mehrere Kirchen. Eine Serie von Brandstiftungen überzieht das Land. Hier hatte sich eine besonders extreme Form der Rockmusik entwickelt, der sogenannte Black Metal. Seine Anhänger spielen nicht nur mit satanischen Symbolen, einige von ihnen meinen es todernst. Ah, 1994 wird der Sänger Varg Vikernes wegen Brandstiftung und wegen Mordes verurteilt. Solche medial sehr präsenten Ereignisse werfen auch auf die Gothic-Szene ein schlechtes Licht. Von den Vorurteilen kann sich die hin und wieder düster blickende, aber friedfertige Bewegung lange nicht befreien. Und dann kommt das Internet. Und bald kann sich jeder weltweit darüber informieren, was es heißt, ein Goth zu sein. Die Vernetzung der Szene von Rio bis nach Nagoya. Doch, es findet eine massive Globalisierung statt.
Goth erreicht Japan, erreicht Südamerika. Und Goth wächst in den Vereinigten Staaten, in einer Form, wie es noch in den 80er Jahren nie möglich gewesen wäre. Bald weiß jeder auf der Welt, was gemeint ist, wenn man vom Begriff Gothic spricht. Und das alles dank des Internets. Leeds in England. Hier hat sich einst die Goth-Rock-Legende The Sisters of Mercy gegründet. Heute erforscht der Soziologe Carl Spracklin von hier aus die Evolution der Gothic-Kultur. In seinem aktuellen Buch The Evolution of Goth Culture erzählt er auch, wie die Finsternis selbst Hollywood eroberte. Tim Burtons Animationsfilm Nightmare Before Christmas ist bis heute in der Szene genauso ein Klassiker wie der 1994 erschienene Blockbuster The Crow, der beweist, dass Gothic und Hollywood-Action kein Widerspruch sein müssen. Die amerikanische Popkultur wird weltweit zum Mainstream. Jeder hat Zugriff auf die Fernsehshows und Filme, die aus den USA kommen. Und das, was man in Amerika gut findet, gibt schnell den Ton an für den Rest der Welt. Und was von dort kommt, ist zwar vom Goth inspiriert, sorgt aber vor allem für Empörung. Mit ihrem Video zum Song Closer stellen Nine Inch Nails die Sehgewohnheiten auf eine harte Probe. MTV sendet den Clip nur zensiert. Da wurde ja auch mit einer Bildhaftigkeit gearbeitet, die es vorher in Videos in der Form nicht gab. Christlich-religiöse Querverweise oder auch, was sexuelle Abartigkeiten betrifft, Dinge, die gerade im amerikanischen Fernsehen vorher nie bebildert wurden. Make me new, Jesus! I come to you tonight! I come to you! I need you! He'll wash you, friend! He'll cleanse you! Call out to him! Come on! Come on! Dabei hat das prüde, erzkonservative Amerika keine Ahnung, was ihm noch bevorsteht. Wer noch immer denkt, Rockmusik sei nicht das Werk des Teufels, wird spätestens 1996 eines Besseren belehrt. Denn nun wandelt er endgültig auf Erden. Der Antichrist Superstar. Benannt nach dem Sexsymbol Marilyn Monroe und dem mörderischen Sektenführer Charles Manson. Dieser Mann vereint alles, wovor sich Amerika fürchtet. Marilyn Manson schreibt eine Bedienungsanleitung dafür, wie man erfolgreich Grenzen überschreitet und damit ziemlich reich wird. Er weiß ganz genau, dass, wenn er den Moralaposteln und der Kirche Angst einjagt, die dazu aufrufen, seine Platten nicht mehr zu kaufen, dann passiert genau das Gegenteil. Junge Menschen kaufen seine Musik. Sie wollen so sein wie er. Ich brauche Amerika genauso, wie es mich braucht. Denn ich sorge für ein Gleichgewicht. Ich gebe Amerika einen Schurken und sie geben mir etwas, woran ich mich abarbeiten kann. Ich sehe es als meine Aufgabe, wie schon einige vor mir, mit meinen Ansichten den Status quo in Frage zu stellen und dabei ganz nebenbei ein bisschen für Chaos zu sorgen. Also Marilyn Manson war natürlich schon ein wahnsinnig stimmiges Gesamtpaket, ne? Sehr extreme Persönlichkeit, aber auch eine ziemlich klare Vorstellung von dem, was er da macht. Und das sollte man nicht unterschätzen, was für ein unfassbares Geschäftsmodell alternative Musik, die aus dem Goth kommt, dann Mitte der 90er in den USA war.
In Europa versteht man den amerikanischen Shockrock eher als Pose. Aufsehenerregend, doch ungefährlich. Aber der Goth setzt auch hier seinen Siegeszug fort. Die Wisselord Studios in Holland. Viele Weltstars haben hier ihre Platten aufgenommen. Robert Westerholt und Sharon den Adel gehören dazu. Ihre Band Within Temptation ist eine der erfolgreichsten der Niederlande. Wir hatten früher ganz am Anfang einen Spitznamen, Within Temptation. Das war gar nicht so leicht auszusprechen. Deshalb nannte man uns nur die Band mit dem Kleid. Es gab in der Szene keine anderen Bands, die eine Sängerin hatten und schon gar keine mit solchen Kleidern. Das konnte nur Within Temptation sein. Ende der 90er Jahre machen Within Temptation nicht nur des Kleides wegen auf sich aufmerksam. Ihre Art, dunklen Metal mit einer Frauenstimme romantisch aufzuladen, hatte man so bis dahin selten gehört. Der Metal konnte nicht noch härter werden. Es gab alles schon. Alles war schon so schnell und tief und brüllte herum. Und deshalb suchten wir nach etwas, das anders war und uns überraschen konnte. Und dann siehst du dich nach anderen Musikrichtungen um. Goth und seine Dunkelheit sind ein ideales Bindeglied. Und plötzlich kannst du in alle möglichen Richtungen experimentieren. Mit Orchestern, mit Synthesizern, mit Melodien. Die Optik tut ihr Übriges. Gothic und Metal. Within Temptation sind nicht die Erfinder dieser Verbindung, aber sie helfen, sie zu popularisieren. Fantasy-Welten bestimmen die Themen der Songs. Das Zusammenspiel aus Härte und melodiöser Dramatik begeistert Metal-Fans genauso wie Anhänger des Goth und öffnen Within Temptation wenig später den Weg in den Mainstream. Im Radio wollte uns am Anfang trotzdem keiner spielen. Sie mochten die Musik nicht, die war ihnen zu hart. Aber es gab eine Liste mit den beliebtesten Songs und die mussten sie spielen und irgendwie schafften wir es da rein. Und dann ging es richtig los. Plötzlich waren wir auf Platz 2 und vor uns nur noch Shakira. Aber wir schafften das nur, weil die Leute für uns gestimmt und unsere Songs gekauft haben. Es ist schon gut zu wissen, dass am Ende immer noch das Publikum das letzte Wort hat. Always wins. Mit Beginn des neuen Jahrtausends ist Goth endgültig Popkultur. Sein kommerzielles Potenzial längst erkannt. Den Style gibt es im Handel, das Bild des empfindsamen Anti-Helden ist auf dem Weg zur lukrativen Stangenware. Aus der kleinen Subkultur ist ein globales Phänomen geworden. Doch was ist der Preis? Ist Goth am Ende nur noch eine Marke? Ich finde, dass diese kommerziellen Experimente schon eher dazu geführt haben, dass man feststellt, gut, diese Szene hat sich gesellschaftlich verankert und jetzt muss sie dafür gleichzeitig auch in die Tiefe gehen, damit sie ihre Daseinsberechtigung nicht verliert. Und natürlich mag es erschreckend sein für den einen oder anderen Gothic, wenn plötzlich H&M eine Gothic-Kollektion führt. Aber das ist halt genau die Stärke der Tiefe. Wenn du Vertiefungen dann findest in dieser Szene, dann wirst du genügend finden, als dass du sehr selbstbewusst sagen kannst, ja, das ist halt der Mainstream, aber unsere Szene hat ja viel, viel mehr zu bieten. Was genau mit Tiefe gemeint ist, muss jeder Grufti für sich selbst beantworten. Bruno und Stefan finden sie auch nach 30 Jahren in der Musik. Übrigens, auch das Ich hatte Ende der 90er Jahre die Chance auf kommerziellen Erfolg. Sie entschieden sich stattdessen, expressionistische Gedichte zu vertonen. Ein Hoch
auf das Anderssein.